Hallo und willkommen zurück in Guild Wars 2. Ja, hier das Event können wir schließen. Nicht direkt hier vors Gesicht. So, was hättest du denn Tolles, wenn mich das interessieren würde, was du hast? Wütendes, jagendes Amulett. Vitalkraft und Heilkraft. Braucht kein Mensch. So. Dann gucken wir mal, ob wir hier Fertigkeitspunkt und die Wegmarke da noch erreichen. Das ist neu. Okay, und da ist unser Aussichtspunkt. Nicht auf den Felsen springen, sondern daneben. So ist brav. Das ist natürlich die Frage, wo ist hier der Fertigkeitspunkt? Da. Quaggern mit Einsiedlerkrebs. Okay. Dann holen wir schon mal ihn hier raus. Okay, was auch immer. Ich fühle mich gut. Das war wieder schlau. Auch noch gerade hier drauf und nicht hier die Krebse, sondern einfach nur hier mit drauf, dann kriegst du den Punkt auch noch. So, wir müssen da hinten hin. Naja, ich hab mich schon gerade gewundert, wieso läuft der da im Wasser? Okay, wir sind zwar eine halbe Ewigkeit vom Wegpunkt, glaube ich, weg, aber ich nehme den dann trotzdem. So, Event war erfolgreich. Fertigkeitspunkt. So, Sehenswürdigkeit, die letzte hier. Ja. Fertigkeitspunkt da. Shit. Shit. Da müssen wir doch dann da hinten rüber. Da irgendwie gucken, dass wir da hinten den Fertigkeitspunkt bekommen. Na, erstmal hier. Erstmal hier entspannt irgendwie Holz fällen. Klack, klack, bump. Und dann entspannt gucken, wie wir hier hochkommen. Nein, da, da. Ja, genau. Und dann mal hier bitte schön angucken. Wunderbar. 6 von 6, 11 von 11, 19 von 19, 13 von 13 und das Einzige, was fehlt, ist der Fertigkeitspunkt. Wir haben hier auch keinen irgendwie übersehen. Was ist hier? Hier kommt man nicht hin. Ha. Es muss da sein. Es muss einfach. Ich versuche die ganze Zeit hier mit der Shift-Taste zu laufen.
bin noch etwas Wildstar geschädigt vom Beta-Wochenende. Hupf. Nee. Ja, und Schluck auf habe ich auch noch. Hm. Auch toll. Ja. Nicht den Hammer, du solltest den Golem hier wiederbeleben. Naja, Krieger ist schon was anderes. So, da ist nur der Veteran. Hier sind die Skags, aber das ist wieder da, wo wir beim letzten Mal auch schon waren. Und da ist der Typ definitiv nicht. Oder der Fertigkeitspunkt. So, haust du den? Meine kleine Elektrospinne. Für höhere Gerechtigkeit. Ich würde aber jetzt mal gleich hier den Weg da einfach ein bisschen weiter mal gehen. Nicht, dass da einfach nur weiter durchzugehen ist. So, komm mit, du. Die Begleiter müssten einfach nur länger irgendwie bei einem bleiben. Dann würde das hier auch mit so einem Elementarmagier um einiges besser funktionieren. So, aber hier ist doch auch nichts. Hier ist nur der Sumpf. Shit. No. Da müssten wir hin, aber wie? Da ist nix, da ist auch nix. Guck mal da hoch. Nee. Nichts zum Hochklettern.
Nee, hier ist auch keine andere Höhle oder sonst irgendwas. Deswegen da den Veteran zu machen, macht, glaube ich, auch keinen Sinn. Deswegen, ich sehe da halt keinen Weg, der irgendwo von da aus könnte weitergehen. Das ist das, was mich halt ein bisschen hier stört. Ich beschwöre die Kraft der Erde. Ah. Stirb! Ah, doch, hier ist was. Hier ist was, hier ist was, hier ist was. Hier ist ein Durchgang. Haha. Okay. Puh. So. Dann halten wir mal kurz hier Zwiesprache und Zeng. Ja. Okay. Ja, wenn's Stufe 60, aber. Aber gelbes Zeug. Ja. Den wir hier den Veteran umgehauen haben, macht sie dann auch hier mit. Ja. So, geht weg, ihr blöden Spinnen. Ich rufe die Kraft des Sturms herbei. Ja, der hängt da auch einfach irgendwo fest. So, dann holen wir uns hier noch die Pilze. So viel Zeit muss sein. Und dann... Wo müssen wir hin? Dahin. Dann auf wieder da zu der komischen Bretterbude. Was ist die denn da? Okay. Grobe Richtung anpeilen und einfach. Einfach drauf los. Können wir. Ja. Erhöhte Toxizität. Wer hat nach dir hier gefragt? Okay, ich, wo ist? Ist der hier auf dem, auf der anderen Seite? Ach ne, nicht mal Stromgipfel. Das ist doch auch noch so ein, nicht gerade Lieblingsgebiet. Helft den Paktsoldaten, einen Weg nach Ohr zu sichern. Naja, okay. Dann schauen wir mal. Erst mal hier gucken. Der Malstrom wird seinem Namen gerecht. Der Pakt ist permanent damit beschäftigt, Angriffe von auferstandenen und skrupellose Machenschaften des Albtraumhofs zu unterbinden. Jeder Tag ist ein Abenteuer. Die hiesigen Skrit haben ebenfalls Probleme mit den Untoten und dem Albtraumhof. Helfen wir ihnen, erhöht das sicher ihre Bereitschaft, uns zu helfen. Mhm.
Vernichtet Hinterhalte. Fäulemäuler. Das ist echt ein A. Fäulemäuler. Und Türme der Auferstandenen. Okay. Was auch immer. Können wir auch hier einfach Leibeigene töten? Geht das auch? Ja. Außer Reichweite. Hat ihm aber gerade eben nichts ausgemacht. Von wegen außer Reichweite. Gebrochen, silenced. Hast du nicht gesehen? Ja, das hilft zumindest etwas. Knochenpeitsche. Wie? Wie? Ist jetzt auch noch irgendwie die Reichweite verringert? Ich habe gedacht, das ging doch sonst von irgendwie weiter weg. Oder täuscht das einfach nur? Interessieren mich da, glaube ich, erstmal nicht. Gerade gucken, wie weit das hier geht. Mit dem Herzchen. Was? Spezialwurzeln. Alarm. Wie, was? Wieso heilt der? Was ist das denn jetzt hier? Hier, schon wieder! Au! Er schmeißt damit Zeug um sich. Ach, hier die auferstandene Hand wirft, glaube ich. Können wir die rausziehen? Nee, die müssen wir auch hier hauen. So, dann beteiligen wir uns hier mal dran. Oder auch nicht. Am Fäulemäul. Fäulemaul. Fäulemäuler brauchen wir. So. Fupp. Schön brennen. Immer. Kann sich nur noch um Stunden handeln, bis wir hier irgendwas kaputt haben. Hätte doch besser damals mit dem Wächter irgendwie neu angefangen. Naja. Ja. So viele Hinterhalte hatte ich jetzt hier nicht gehabt. Oder hier komische Fäulemäuler. Bist du ein Hinterhalt hier, du Hand? Bist nervig, aber kein Hinterhalt.
kaputt. Ist klar, dass der hier dann mitkommt. Okay, wo auch immer die jetzt hin verschwunden sind, ist mir egal und recht. Hat der hier schon so meine Sorgen, dass ich hier plötzlich drei von den Mobs hier um mich habe? So, mal gucken, was es hier noch gibt. Für Reisende, die ihre Hilfe anbieten wollen, gibt es in dieser Gegend genug Gelegenheiten. Die Abtei Dormant hat in der Nähe der Schluchten alte Ruinen entdeckt, die jedoch alles andere als sicher sind. Mhm. Die wilde Entschlossenheit, diese Ruinen zu erkunden, hat bereits Leben gekostet. Das Feuerbruchfort ist eines der Paktlager, die sich zum Kampf gegen die Auferstandenen rüsten. Jedwede Hilfe bei der Vorbereitung auf diesen Kampf ist willkommen. Okay. So, das mit den Wurzeln ist da drin. Also da drin. Mal gucken, ob wir es irgendwie noch schaffen. Bisher hat noch keiner hier irgendwas abgegeben. Deswegen gucken wir mal, dass wir dahin kommen. Und ja, ich mache hier an der Stelle Schluss. Und wir sehen uns dann hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Vielleicht dann hier beim lustigen Wurzelsammeln. Ach, ist das mit dem Wurzelsammeln das mit dem Häschen? Na, mal gucken. Also bis zum nächsten Mal.